So, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei der Green Hell. Diese Folge wird an einem Sonntag aufgenommen, deswegen einen schönen Sonntag an euch alle, die es heute noch sehen. Wie gesagt, ich bin hier die Strecke zurückgelaufen, ohne das nochmal aufzunehmen, weil letztlich den ganzen Weg nochmal daher zu rennen, ist ja auch eher unspektakulär. Deswegen, wir sind jetzt wieder hier, wir haben den Jeep gefunden, wir haben mit Mia geredet, wir haben mit dem Tagbucheintrag und so weiter und so fort. Diesmal haben wir allerdings keinen Tigerbiss und keine Infektion und kein gar nichts. Das heißt, wir können eigentlich wollten wir hier letztes Mal ein Lager aufschlagen, brauchen wir aber in dem Sinne gar nicht, weil wir haben ja noch genug Energie und alles. Das heißt, wir können unbehelligt weitergehen. Ja, ist ganz schön... Oh, hier ist aber auch viel an... Also hier war wirklich jemand aktiv und hat irgendwas gebaut. Seht ihr, hier sind irgendwelche Bretter auf dem Boden, die so eine Art Weg markieren. Hier gibt es Bananen. Auch ein sicheres Zeichen, dass hier schon jemand mal gewesen ist. Oh, da geht's tief runter. Ja, wahrscheinlich werde ich es bereuen, nicht so ein Shelter gebaut zu haben, um wenigstens speichern zu können. Das, wahrscheinlich wird jetzt gleich irgendwas Dämliches passieren. Und, wir werden uns alle wieder gemeinsam sehr ärgern. Aber egal. Wir gehen weiter diesen, ich sag mal, Weg entlang hier. Wird immer mysteriöser, muss ich sagen. Also dieser Jeep war ja schon... Wie sagt man das? Komisch. Sagen wir einfach mal komisch. Komisch genug. Ah, hier ist irgendeine Art Schild. Eine Schlingfalle. Die um Schaft zu machen. Naja. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas... Wir packen da mal so ein Leguan-Fleisch rein. Okay, also die könnten wir tatsächlich auch bauen, aber ich glaube, wie gesagt, wirklich, dass dieser Bauaspekt, also ich würde fast vermuten, oh, was ist das denn? Also jetzt wird es hier langsam richtig, strange. Generator. Alter, ist ja laut. Ein Aufzug. Fahren wir runter. Wo auch immer uns das hinbringen mag. Also wie gesagt, ich wollte sagen, wir werden wahrscheinlich nicht mehr wirklich so richtig... Jake, ein Elevator! Ich mag das englische Wort Elevator, das ist eines der schönsten Worte der Welt. Es gibt ja in jeder Sprache so Wörter, die sind echt schön, und in jeder Sprache auch Wörter, die sind nicht schön. Und ich finde, das englische Wort Elevator ist ein wirklich schönes Wort. Okay. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass so dieser Aspekt des Basisbauens sich darauf beschränken wird, dass wir uns hier und... Wer kommt da? Egal, hier gibt's Bananen. Wir strotzen jeder Gefahr. Okay, wir haben keinen Platz mehr für Bananen. Dann essen wir mal eine. Weil wie gesagt, wir wollen ja hauptsächlich hier die Story verfolgen und nicht wirklich hier, ich meine, klar, man kann das natürlich auch in so einem Endlos-Survival-Modus spielen, so mit richtig, was weiß ich, Beete anbauen, dann hast du nicht gesehen. Aber nee, was mich interessiert, ist die Story, die wollen wir verfolgen und dementsprechend, oha. Mia, you're not gonna believe this. Looks like I found an illegal gold mine. The jungle is full of surprises. Anything of interest there? Papageien. I'll let you know. Richtig viele Papageien. Aua. Boah. Hat er damit gerechnet? Ich nicht. Ich hab gedacht, wir treffen hier hauptsächlich irgendwelche Ureinwohner und... Maden. Maden haben wir auch. Irgendwelche Ureinwohner und, müssen Mia dann nachher aus den Ureinwohnern Gefangenschaften befreien oder irgendwie sowas. Aber jetzt wird sie ja richtig mysteriös. Da ist nochmal ein Generator. Ob wir den auch einschalten können? Cool. Nee. Der ist einfach nur Zierde, oder? Ja, der scheint einfach nur Zierde zu sein. Ist natürlich passend, dass es jetzt gerade dunkel wird. Ich würde fast sagen, wir schlagen hier irgendwo ein Lager auf. Und der Kunden den ganzen Punkt hier bei Tagesanbruch, weil in der Dunkelheit ist ja eher irgendwie
Okay, so, ne? Ja, ich würde fast sagen, wir bauen uns irgendwo hier ein Lager. Oder wir gucken mal, vielleicht gibt es hier irgendwas, wo wir die Nacht verbringen können. Ja, perfekt. Weil im Hellen ist es ja doch irgendwie immer schöner, das Ganze zu erkunden. Ja, du bist immer irgendwas. Irgendwas bist du immer. Durstig, hungrig. Es ist wirklich unerträglich teilweise. Gut, wir essen diese ganzen Früchte. Die geben sowohl Essen als auch Trinken. Das essen wir auch noch. Diese Nuss essen wir. Und dann essen wir... Ne, das essen wir nicht. Das essen wir noch. So. Ich würde sagen, so gegen 8 Uhr stehen wir auf. Dann dürfte es hell genug sein. So, perfekt. Okay, also hier... Oh, da ist eine Tasche. Okay, also da können wir auf jeden Fall schlafen. Leere Dose. Da können ja richtig viele schlafen. Nur Schokoriegel. Noch ein Schokoriegel. Ruhe. Hier, also hier ist offensichtlich... Neuer Tagebucheintrag, Lehmschmiede. Untersuche die illegale Goldmine, ja. Ja, krass. Also. Spannender, als ich erwartet hätte, wenn ich ehrlich bin. Hier mit irgendwelchen. Hier scheint kein Mensch mehr zu sein, ne? Also alle ausgeflogen. Was gibt's denn hier? Der Wurfhaken! Dann können wir ja direkt danach zu Lambda 2. Und uns sind. Oh Gott, so viel zu lesen. Team 1, Rafael Bueno, $30. Okay, ganz viele Namen, die Dollar gekriegt haben. Edson, nun, das ist krank. Jonas hat nichts gefunden, also hat er nichts bekommen. Ja, ist ja auch gerecht, ne? Ist ja auch dann letztlich gerecht. Ah, hier können wir speichern, auch sehr gut. Auch sehr, sehr gut. Hier gibt es noch was zu lesen. 5. Woche. Wir haben endlich eine neue Pumpe. Leistet 60 Eimer pro Kopf. Das Team hat in 3 Tagen 150 Gramm gefunden. Ein Haufen Gold. Ein Haufen Gold. 6. Woche. Das Pensum steigt. 75 Eimer pro Kopf. Jeder muss wenigstens 10 Gramm schaffen, sonst kürzen wir ihre Gehaltschecks. Ja. 7. Woche, okay. 100 Eimer. Zwei Männer weniger. Vergiftung. Hundearbeit, hier gibt's nichts. Alle sind krank. Malaria. Quecksilbervergiftung. Hoffe, es ist nicht irgendeine Seuche. Die Maschine ist kaputt. Alle sind tot. Alle. Aber wer hat's dann geschrieben? Wenn alle tot sind. Versteht er, wie ich's meine? Hier ist Tango. Ich habe den Stamm getroffen und bin jetzt beim Kreis. Es ist im Blut. Kinder. Die Kinder sind der Schlüssel. Habt ihr verstanden? Störung. Okay. Bisschen mysteriös auch, würde ich fast sagen, ne? Goldbeutel. Hallo? On a lighter note, I did find a pouch of gold. Really? That's what you're doing now? Looting? If only we had internet access, I would have been able to put it up for sale. Some out. And what would you do with all those millions? Come on, you always wanted to buy a yacht. What do you say? I mean, I wouldn't mind. Oh, man sieht schon, wir haben wieder irgendwelche... Eieiei. Okay, wir können dann tatsächlich eine Militärration mitnehmen. Die sollten wir auch mitnehmen, weil die ist, glaube ich, ganz gut. Dafür müssen wir irgendwas essen. Wir essen den Snack einfach. Boah, die ist ganz schön groß, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Weil ich würde die schon halt gerne mitnehmen. Okay, dann würde ich sagen, essen wir diese Dose hier noch. So. Oh, wir haben schon wieder... Den schmeißen wir mal weg hier, den einen Papageien. Den Goldbeutel, den behalten wir mal besser. Die leeren Dosen, die können wir wahrscheinlich auch so zum Kochen irgendwie nutzen. Die nehmen wir auch mal mit. Okay, hier ist noch eine Notiz.
Gruppe 1, Arnaldo, großer Kerl, Trujillo alt, Erasmo Pferdeschwanz. Okay, da sind irgendwelche Leute einfach. Also Namen von Männern und Frauen mit jeweils nach kurzen Beschreibungen. Amerikanerin, Tattoo, Kind, Flachbrust und so weiter und so fort. Und hier ist aber offensichtlich auch irgendeine Medizinstation gewesen. Seht ihr hier überall Blut? Da so eine Petrischale mit... nee, Nierenschale ist es nicht. Petri, eine Nierenschale mit einer Spritze und so einer Schere, Infusionsständer. Und wir haben hier Schmerztabletten mitgenommen. Wo haben wir die? Wo haben wir die? Hä? Wir haben doch Schmerzmittel eingesammelt. Ach da, Schmerzmittel. Okay, beim Essen. Das ist ja gar nicht so dumm. Weil hier ist offensichtlich irgendwas, ja, Medizinisches gelaufen. Hier waren wir. Wir speichern nochmal eben, bevor es weitergeht. Und es sind alle tot. Das müssen wir uns immer im Kopf behalten. Ne? Es sind alle gestorben. Ist ja ein bisschen mittlerweile wie unsere beliebten... Looks like someone was attempting, blood transfusion here. There's a lot of it. On the chair and the floor. I doubt any of the patients actually survived. Why would they do that? I wish I knew. Or, on second thought, maybe I don't. Alter. Thirsty. Na, jetzt, Junge, wir haben hier... Okay, komm, scheiß drauf. Wir bauen hier eben ein Feuerchen. Dann können wir uns ein bisschen was zu trinken kochen. Ja, wir haben hier gerade richtig spannende Dinge zu entdecken. Jetzt können wir hier nirgendwo ein Feuer hinsetzen oder was? Doch, da. Wir entdecken hier richtig spannende Dinge gerade und er kommt hier an mit Thirsty. Ich wette, kurz nachdem wir das Feuer... Stupid piece of shit. Come on. Wieso, was ist passiert? Wieso? Was ist... Was ist passiert? Yes! Hä? Irgendwas ist hier gerade kaputt gegangen. Egal, scheiß drauf, wir trinken jetzt einfach hier schmutziges Wasser. Ich meine, wir haben jetzt zur Not antiparasitäre Pilze, so. Brauchen wir nicht mal. Irgendwas ist mit dem Feuer gerade komisch gewesen, keine Ahnung. Was ist denn jetzt los? Okay, du, es geht. Irgendwas war mit dem Feuer gerade mega verbuggt oder so, also, keine Ahnung. Egal, wir entdecken hier nämlich gerade spannende Dinge. Seht ihr hier, das scheint so eine Art Massengrab zu sein. Dann nehmen wir doch direkt mal einen kleinen Stock mit. Krass. Tag 1. Zwei Wachen wechseln sich regelmäßig ab. Pistolen und Maschinenpistolen. Eieiei. Alte Vorhängeschlösser. Etwa 20 Personen in den Käfigen. Sophia und Teserita sind zusammen, aber ich kann nicht zu ihnen. Tag 2. Das Schloss lässt sich nicht öffnen. Planänderung. Sie bringen die Leute irgendwo hin. Isabel sagt, sie führen Experimente an ihnen durch. Beweise, medizinische Ausrüstung, Anwesenheit von Indios. Tag 3. Im Lager sind Kranke, potenzielle Epidemie, Fluchtchance. Die Kranken werden überwacht, beweist, dass sie an ihnen experimentieren. Tag 4. Der Gestank von verbrannten Körpern hängt in der Luft. Angeregte Unterhaltungen. Holen Sie sich irgendwen aus unserer Gruppe? Tag 5. Bereiten Sie Experimente vor. Fluchtversuch fehlgeschlagen. Zugeschwollenes Auge erschwert die Einschätzung der Lage, aber wir haben keine Zeit. Tag 6. Sie haben mir irgendetwas gespritzt. Ich musste mich übergeben. Isabel meint, es war eine Bluttransfusion. Sie hat Fieber. Sie haben uns zusammen in einen Käfig gesteckt. Ich weiß nicht, was mit meinem Mädchen ist. Tag 7. Ich muss Teresita finden oder irgendwie Teresita finden. Isabel geht es immer schlechter. Die Wache im blauen T-Shirt hat den Schlüssel. Die Wache im blauen T-Shirt. Okay, also offensichtlich sind hier tatsächlich Versuche an Menschen durchgeführt worden. Und die es nicht überlebt haben, wurden wohl verbrannt und dann hier in so einem Massengrab. Ja. Aber wer hat das geschrieben und wer ist Teresita? Und wer ist Isabel und wo ist die Wache im blauen T-Shirt? Fragen über Fragen, Freunde. Okay, hier können wir nicht mehr wirklich weit. Da ist überall dann... Also, man scheint hier eine Art... ja, wie soll man das sagen? Eine Art Goldmine eingerichtet zu haben, in der dann aber irgendwie Menschenversuche durchgeführt wurden. Eieiei. Und irgendjemand war ganz eng dabei hier.
Und die Wache im blauen T-Shirt hat den Schlüssel. Zum Käfig vermutlich. Aber das scheinen ja dann nicht Experimente gewesen zu sein, die an den Ureinwohnern durchgeführt wurden, sondern tatsächlich an Personen aus, weiß ich nicht, von den Namen her würde ich sagen, irgendwas Spanisches oder so. Okay, Maden haben wir eigentlich genug, aber egal, die nehmen ja nicht viel Platz weg. Weil die Ureinwohner werden ja kaum auf Englisch geschrieben haben. Also irgendwas ganz strange ist es abgegangen hier. Aber hier sind auch wirklich keinerlei Personen mehr. Die scheinen alle gestorben zu sein. Gut, wir gehen nochmal da hinten hin, um zu speichern. Was ist das denn für ein Ding? I. Ja, irgendwie, wir nehmen mal das Feuerbrett mit. Weil irgendwie ist ja unser Feuerding da, was wir da hatten, kaputt gegangen. So, funken können wir nicht mehr. Ja, dann würde ich fast sagen, wir gehen zu diesem Lambda 2 Punkt und versuchen da entsprechend mit dem Wurfhaken hochzukommen. Ne? Wir werden hier nochmal schnell speichern. Da habe ich ja gelernt, das ist mittlerweile doch nicht so dumm. Ja, da würde ich sagen, gehen wir weg wieder, ne? Hier haben wir alles erkundet, da drüben gibt es nichts mehr. Aber krass. Hätte ich im Leben nicht mitgedacht, dass das hier so eine Richtung nimmt. Es wird ja immer mysteriöser. Eieiei. So, dann gehen wir hier mal weiter. Und hier hoch. So, vielleicht finden... Wer läuft hier? Ist das der Mann im blauen T-Shirt? Nee, nur ein Schwein. So, ich guck mal gerade nach oben hier an die Palme, ob da Kokosnüsse gewesen wären. Oder sind, aber gibt's keine. Jetzt habe ich... Was ist das denn? Aber gibt's keine. Wäre natürlich gut gewesen. Aber ist ja krass. Also so langsam kriegen wir so ein bisschen... Ja, nicht so ganz wirklich, aber so ein bisschen... So den Erkundungsvibe von Dark Pictures, sag ich mal, ne? So rumlaufen, erkunden, Geheimnisse entdecken. Ich habe eigentlich gedacht, das ist so ein reines Survival-Game, was wir so ein bisschen als Überbrückung spielen. So ein bisschen Survival-Experience, so hier und da ein bisschen Bases bauen. Ah, da ist ja gut. Aber wir haben ja hier richtig Story. Krass. So, das essen wir mal direkt. So, die nehmen wir nicht mehr, da haben wir genug von. Also wir haben ja hier wirklich Story, das ist schon heftig, finde ich. Hätte ich im Leben nicht mitgedacht. So, diese Höhle raschen wir durch, weil dieses Geräusch, was in der Höhle ist, ne, dieses Dröhnen, sag ich mal, dieses dumpfe Dröhnen, das erinnert mich so heftig an Phasmophobia. Aber die Falle hat zugeschnappt. Aber es ist nichts drin. Verdammt. Boah, jetzt müssen wir uns aber auch wirklich konzentrieren, dass wir den Weg zurückfinden, weil ich habe überhaupt keine Orientierung hier in dem Bums. Wir folgen einfach dem Weg, würde ich sagen, weil dem Weg sind wir auch hierhin gefolgt. Ja, wie auch immer. Das heißt, der Weg müsste uns ja eigentlich auch zurückbringen. Alto Belli. Ja, ich finde halt wirklich so, also... Phasmophobia hat bei mir so ein bisschen den ganz krassen Horror-Vibe verloren, weil einfach mittlerweile, wenn man es öfter mal gespielt hat, so dieses ganz Gruselige irgendwie nicht mehr da ist. Sondern eher so der Reiz herauszufinden, ob man richtig liegt. Aber, dieses Geräusch, wenn man... Nee, hier sind wir falsch. Dieses Geräusch von diesem Haus oder von diesen Gebäuden, wenn man reingeht... Boah, wenn ich allein darüber rede, kriege ich gerade schon so ein bisschen Kribbeln. Das finde ich halt ganz, ganz schrecklich. Also, sobald man ja reingeht in das Gebäude, kommt ja auch so ein dröhnendes Geräusch durchgehend. Und das finde ich immer noch echt gruselig. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir hier sind.
hoffe einfach, dass es richtig ist. Ich habe halt wirklich überhaupt keinen Orientierungssinn. Und, ja, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, doch, ich glaube, hier sind wir richtig. Hier dieser Matsch und so, das kommt mir bekannt vor. Nein! Nein! Warum? Hau ab! Wo kam der denn hin? Ah nein, jetzt haben wir hier wieder so eine dämliche... Dämlich. Ach Mann, jetzt werden wir wieder diese Fiebergeschichten kriegen. Alter, das ist jetzt wirklich dumm gewesen ohne Ende. Haben wir noch eine Wunde irgendwo? Alter, ich bin... Ach Gott, da ist noch eine. Ich bin fast versucht zu sagen, weiß ich auch nicht. Wir laden neu oder so. Weil wir werden jetzt safe wieder da irgendwie so eine Fiebergeschichte von kriegen und dann wird uns das wieder nerven und wir werden wieder hier dumm versterben. Mann, wo kam der her? Gerade noch über Phasmophobia geredet und dann kommt da so ein dämlicher Tiger. Das ist doch einfach nicht cool. Und dann vercheck ich auch noch den dummen Wurf, weil der nicht sich wie so immer sonst so anschleicht, sondern so rangesprintet gekommen ist. Sonst kommen die ja immer so angeschlichen, so ganz langsam und knurren. Und dann kann man die ja immer super abwerfen. Aber jetzt kam der einfach so aus dem Nichts angesprintet. So, als ob der auch auf der Flucht vor irgendwas gewesen wäre. Ja, das nehmen wir mal mit zum Anzünden. Ja, wir haben schon Fieber, hervorragend. Hat sich alles schon richtig toll entzündet. Und wir werden wieder an dieser Infektion, weil ich weiß nicht, was man dagegen machen muss. Ja. So, wir brauchen auf jeden Fall hier noch neue Molinari-Pflanzen für neue Verbände. Das war jetzt wirklich unnötig wie die Hölle. Dass so ein dämlicher Tiger da jetzt auftaucht. Da könnte ich mich jetzt schon wieder stundenlang drüber nerven. Aus dem Nichts einfach. Und wo sind wir hier? Verfickt nochmal. Also hier sind wir definitiv auch nicht da, wo wir hinwollen, aber... Wir müssen jetzt in erster Linie auch mal suchen, eine Krabbe, wo wir noch so eine Molinari-Pflanze kriegen, dass wir entsprechend uns neue Verbände craften können. Weil jetzt gleich werden wir ja wieder hier, wir gucken schon mal, ob wir jetzt hier schon eine Nekrose haben. Ja, da ist schon mal eine Nekrose. Am Bein wahrscheinlich auch, ne? Ja. So. Wir brauchen nämlich neue Verbände, Freunde und Freundinnen. Also haltet die Augen auf. Wir brauchen Molinari-Pflanzen. Ich weiß auch überhaupt nicht, ist das hier auch vielleicht was Gutes? Nee. Das ist absoluter Schrott. Ist das hier diese Molinari? Jetzt wird es ja auch noch dunkel ohne Ende. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ich bin wirklich fast versucht zu sagen, wir sterben absichtlich. Ist das hier was Gutes? Ah, jetzt sind wir auch noch. Toll, kleiner Blätterhaufen wieder nur. Ja, weiß ich auch nicht. Ich würde das fast sagen, wir schlafen hier mal.
Ich meine, gut, dann kriegen wir zwar wahrscheinlich... Na, guck mal, das Fieber... Ah, vielleicht überleben wir es sogar, Freunde. Ich meine, gut, wir haben jetzt so einen Wurm. Das ist aber nicht das Problem. Weil... Ja, ja, du bist immer irgendwas. Wir haben ja hier genug Fischgräten mitgenommen. So. Wir haben nach wie vor Fieber. Haben wir noch einen Wurm? Ja. Okay, wir brauchen richtig viele Verbände mittlerweile. Hey Mia, are you asleep? No, not really. What's up? Oh, nothing. Just... I'm terrified. You're spending the night there, alone. You are worried about me. Really? Well, I can't help it. Wish I could see you. Yeah. Me too. Me too. Diese antiparasitären Pilze sind jetzt auch verdorben. Das ist natürlich ungünstig. Ja, wir brauchen definitiv Verbandsmaterial. Da kommen wir nicht drum weg. Das ist, glaube ich, Verbandsmaterial. Nee, das ist einfach nur nix. Also das ist doch nicht cool. Man kann sich doch aus jedem blöden Blatt so einen blöden Blattverband machen. Aber nein, wir brauchen unbedingt diesem Molinari-Pflanzen. Es ist halt einfach... Geh weg. Junge, wer ist er denn? Eine Schildkröte, stark. Cool. Ja, komm, Firsty hier. Hau dir noch ein paar Parasiten in den Wanst. Also wir brauchen gerade richtig viel. Wir brauchen 4 Verbände. Das heißt, wir brauchen richtig viel von den Molinari-Pflanzen. Dann brauchen wir dämliche Dings, antiparasitäre Pilze. Weil wir haben 4 Parasiten. Das Fieber ist gerade gar nicht mal so das Problem scheinbar. Nee, das ist auch nicht... Wir brauchen diese längliche... Warte mal, stand nicht im Tagebuch beschrieben, wie das aussah? So, das brauchen wir. Die langen Blätter. Ja. Wahrscheinlich bin ich schon an hunderten von diesen Büschen vorbeigerannt. Aber sehe es einfach nicht. Ist das? Nein, es ist auch nicht. Was ist denn jetzt los? Wer hat denn da jetzt so gelacht? Sieht da einer? Da ist doch jemand. Wer singt denn da jetzt? Wer ist er denn? Was ist das denn für einer jetzt? Hier ist ein Dorf. Oh. 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 Der kommt hinterher. Da ist noch einer. Oh. Oh. Freunde und Freundin, wo sind wir hier reingeraten? Hau ab! Och nee. Och nee, Freunde und Freundin, wo sind wir denn jetzt? Gestorben. Wo kamen die denn her und wer waren die und warum greifen die uns einfach an? Also das war jetzt ja wirklich mehr als dumm alles. Erst der Tiger, dann das Fieber, dann die Parasiten, dann die komischen Eingeborenen, die uns da einfach abschlachten.
Jetzt sind wir wieder genau hier. Egal. Wir haben ja sowieso überlegt, ob wir neu laden, wegen den ganzen Verletzungen, die wir hatten. Ja. Ich würde fast sagen, wir gehen noch zum Aufzug zurück. Und dann überlegen wir, wie wir weitermachen. Wir trinken dann noch diese Kokosnuss und dann fassen wir einen weiteren Plan, wie wir wegkommen. Und dann fassen wir beim nächsten Mal entsprechend auf. Wir wissen ja jetzt, da läuft so ein Tiger rum. Das heißt, dann muss man da einfach ein bisschen vorsichtiger laufen. Und nicht so, ja, wie ich das gemacht habe, da durchwaschen. Ich meine, hier gerade können wir jetzt durchwaschen. Hier wissen wir, hier ist nichts. Hier droht uns keine Gefahr. Hier ist irgend so ein Schwein oder so. Aber sobald wir mit dem Aufzug wieder oben sind und Richtung des Jeeps laufen, wissen wir, da ist einerseits der Tiger und da sind die Eingeborenen. Wir gucken mal, ob wir hier noch Molinari-Pflanzen irgendwo finden. Weil ich glaube, es macht vielleicht Sinn, so ein paar, paar Verbände auf Vorrat zu haben, oder? Ich würde fast sagen, das nehmen wir mal jetzt noch hier ohne unbekannte Zwiebel. Hier denn her? Essen wir. 3 Lebensmittelvergiftung? Auch nicht so gut jetzt. Ja. Was ist denn jetzt los gewesen? Oh, wir haben verdorbene. Ja, das war jetzt vielleicht auch nicht so gut alles. Gut, dann kotzen wir uns jetzt zum Ende der... Ja! Zum Ende der Folge noch ein bisschen die Seele aus dem Leib. Ich glaube, dass wir da gleich sterben werden. Aber hier sind Molinari-Pflanzen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wie heißt das denn überhaupt richtig? Molinaria. Molinaria-Blatt. So, da bauen wir uns entsprechend nochmal 3 Verbände raus. Molinaria, was sag ich immer? Molinari oder irgendwie sowas, ne? Das brauchen wir nicht. Molinaria-Pflanzen. Jetzt wissen wir aber auch, wie sie aussehen. Aber dann scheint sie tatsächlich selten zu geben. Wahrscheinlich ist das der Clou dahinter. Ja, aber ich glaube fast, liebe Freundinnen und Freunde, dass, wir gleich nochmal neu laden können, weil die Uhr da unten tickt ja doch langsam runter, was unsere Gesundheit angeht. Und wir haben noch 6 Lebensmittelvergiftungen, also das werden wir ja im Leben nicht schaffen. Also irgendwas haben wir mal zwischendurch gefunden, was dagegen geholfen hat. Vielleicht dieser Pilz. Wobei, nee, der hat, glaube ich, auch eher Lebensmittelvergiftungen herbeigeführt. Irgendwas hatten wir mal, was gegen Lebensmittelvergiftungen gewirkt hat. Und bald hier voll grübeln. Ja, macht wenig Sinn, würde ich sagen. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, nächste Folge, wir essen nicht diese komische Zwiebel und wir essen auch keine verdorbenen Pilze, sondern wir gehen einfach straight da oben links, holen uns die Molinaria-Blätter, dann fahren wir mit dem Aufzug wieder hoch, kämpfen gegen den Tiger, diesmal erfolgreich, gehen nicht in dieses komische Eingeborenen-Dorf. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Also ich fand krass, was wir diese Folge herausgefunden haben, hier unten mit der Goldmine. Wir können uns nochmal anschauen. Nee, können wir nicht. Auf jeden Fall, da unten ist die Goldmine. Die haben wir letzte Folge erfolgreich gelootet. Wer ist jetzt schon wieder hier unterwegs? Hallo? Wir wissen jetzt mittlerweile auch, es gibt tatsächlich irgendwelche Eingeborenen, die hier noch rumrennen, die uns irgendwie nicht ganz freundlich gesinnt sind. Die haben uns direkt angegriffen und wir wissen, es ist wieder ein Tiger unterwegs. Aber das Ganze werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.